Das Thema unseres Kongresses ist ja jetzt im Besonderen natürlich Heilen mit Mikroben, also mit unseren freundlichen Mitbewohnern, wie ich sie gerne nenne, unseren Darmbakterien. Wie kamst du denn mit den Mikroben zum ersten Mal in Kontakt? Und ja, welche Rolle spielen deiner Meinung nach diese guten Darmbakterien für unsere Gesundheit? Also ich denke, für viele ist das nicht ganz so klar, dass im Grunde jede Erkrankung im Hintergrund hat ja mit unserem Mikrobiom zu tun. Ich würde jetzt mal das Thema Schilddrüsenerkrankung oder Autoimmunerkrankung hier rausgreifen, weil das einfach mein Steckenpferd ist. Und es ist einfach so, wenn man sich anschaut, was macht unser ganzes Mikrobiom im Körper, dann ist es einfach essentiell, dass wir Nahrung nur verarbeiten können, wenn das richtige Mikrobiom da ist. Und dass wir, wenn wir einfach nicht die richtigen Bakterienzusammensetzung im Darm haben, Eiweiße nicht aufspalten können, Kohlenhydrate nicht aufspalten können, Zucker nicht verarbeiten können, Eiweiße nicht. Und das ist einfach, über kurz oder lang rutscht man dann halt in ein Defizit rein. Und wenn man sich zum Beispiel bei Schilddrüsenerkrankungen anguckt, sind Aminosäuren, sind Proteine ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das heißt, am Anfang der Kette ist sicherlich auch das Mikrobiom, was da eine Rolle spielt. Wenn ich nicht die richtigen Bakterien habe, komme ich in einen Eiweißmangel rein, habe ich irgendwann Schilddrüsenerkrankungen. Natürlich auch andere Sachen dann noch, aber das ist für mich essentiell. Da haben die eine tragende Rolle. Das heißt, ich kann indirekt sicherlich immer mit beeinflussen, wie mein Körper versorgt ist und ob Krankheiten entstehen können.